Los geht's mit dem Fortuna Talk, präsentiert von SD Service Druck, dem Druckspezialisten aus Neuss. Und das nach dem 4:1 Sieg unserer Fortuna gegen Hertha BSC Berlin. Herzlich willkommen noch einmal hier im XD Business Club. Ja, wir wollen über das Spiel reden. Ich glaube, es sind ganz, ganz viele Laster von den Spielern abgefallen. Kevin Stöger ist bei mir und Robin Bormuth, herzlich willkommen. In der Vergangenheit haben wir oft darüber gesprochen, dass ihr euch für die Mühen nicht belohnt habt. Heute gab es mehr als die Belohnung, oder? Ja, ich denke, mit dem 4:1 können wir zufrieden sein. Das Ergebnis ist super, aber die Art und Weise, wie wir das Ergebnis erzielt haben, ist mit das Entscheidende. Und ja, erzähl mal so ein bisschen. Also das heißt, die Art, wie ihr es rausgespielt habt, oder was höre ich daraus? Ja, ich denke, man hat im Stadion gesehen, dass wir die bessere Mannschaft waren, dass wir nach dem Platzverweis das Heft des Handelns in die Hand genommen haben, Gas gegeben haben und haben das in der zweiten Halbzeit dann auch in Tore ummünzen können. Du hast gesagt, klar, das spielte euch natürlich so ein bisschen in die Karten. Wobei man ja auch oft sagt, gerade so ein Gegner mit 10 Mann ist manchmal schwieriger zu spielen. Aber in dem Fall war es wahrscheinlich dann wirklich gut, dass man die Überzahl ausspielen konnte. Ja, wir haben es letztes Jahr in Darmstadt gemerkt. Da waren wir mit 1-0 hinten und konnten nicht so viele Torchancen kreieren. Das haben wir jetzt deutlich besser gemacht. Und jetzt haben wir, glaube ich, ein halbes Dutzend richtig gute Torchancen uns kreiert. Und haben davon Gott sei Dank 4 gemacht. Kevin, wir haben es auf den Rängen gesehen, die Fans haben euch gefeiert, ihr habt, ja, es war so richtig losgelöst, das war wirklich so eine Befreiung, oder? Ja, auf jeden Fall, wie Robin schon gesagt hat, das Spiel war heute echt super und ich bin stolz auf die Mannschaft und ich glaube, es war ein sehr verdienter Sieg. Wie seid ihr in das Spiel gegangen? Was hat Friedhelm euch mit auf den Weg gegeben in dieses Spiel rein? Ja, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird, aber dass wir die Punkte hier behalten können. Ich glaube, wir sind gut ins Spiel reingekommen und das Entscheidende war aber trotzdem auch nach der Halbzeit, dass wir souverän weitergespielt haben, dass wir keine eigenen Fehler gemacht haben wie in den letzten Wochen und ja, dann, dass wir zu Torchancen kommen, haben wir gewusst und heute haben wir ein bisschen Glück gehabt und haben wir 4 Tore geschossen. Hat das schon so ein bisschen genervt, weil am Anfang, ich habe es gerade schon gesagt, man hat sich nicht belohnt, man konnte aber auch mit den meisten Gegnern wirklich gut mithalten. Jetzt, die letzten Spiele, ist man so ein bisschen unter die Räder gekommen. Heute natürlich eine ganz andere Fortuna mit einem anderen Gesicht, Fragezeichen, oder war es einfach, weil heute alles rund lief? Nee, ich glaube, das Gesicht ist schon dasselbe. Es war ein bisschen glücklich heute vielleicht, der Spielverlauf mit der roten Karte, aber es war trotzdem nicht einfach und ich glaube, wir haben sehr diszipliniert gespielt. Von der ersten bis zur letzten Minute und deswegen war es ein verdienter 4:1 Sieg. Und wenn man gerne von diesem Befreiungsschlag spricht, was kann sowas freisetzen, so ein Sieg? Ja, auf jeden Fall eine gute Stimmung heute Abend. Ich glaube, das haben wir uns verdient. Und in den nächsten Tagen werden wir das Spiel aufarbeiten. Und dann geht es aber schon wieder Richtung München. Und da freuen wir uns alle auf dieses Spiel. Jetzt ist Länderspielpause, Robin. Ich stelle diese Frage, glaube ich, in jeder Länderspielpause, weil man immer fragt, kommt ihr zur richtigen Zeit? Oder wenn man mit einem Sieg aus dieser oder in die Länderspielpause geht, fühlt sich das natürlich gut an. Man könnte aber auch sagen, jetzt legt man nach, aber wir wissen natürlich auch um die nächsten Aufgaben. Ja, also wie du das schon gesagt hast, man kann das so oder so sehen. Ich denke, eine Pause ist jetzt nach der anstrengenden Zeit, die wir gehabt haben in den letzten Wochen, die ziemlich schwierig war, mit der wir jetzt aber gestärkt daraus hervorgegangen sind, kommt die Pause jetzt. Zu einem ganz guten Zeitpunkt können wir uns regenerieren und können uns dann anständig auf das Spiel in München vorbereiten. In der Fortuna aktuell hast du ein Interview gegeben, hast gesagt, das ist mein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht mit der Fortuna. Erzähl mal so ein bisschen, was war das für ein Gefühl, das erste Mal in der Bundesliga aufzulaufen? War das nochmal was anderes als in der zweiten Liga? Ja, das erste Mal Bundesliga ist natürlich was ganz Besonderes. Es ist ein Unterschied, ob man in der zweiten oder in der ersten Liga spielt. Erste Liga hat man früher immer geschaut im Fernsehen und das war immer das, wo man hin wollte. Aber ich will jetzt gar nicht so viel über mich sprechen. Also es geht jetzt nicht um Einzelschicksale. Ich stelle heute lieber das Team in den Vordergrund, das eine super Leistung gebracht hat und ein super Ergebnis erzielt hat. Das ehrt dich. Das letzte Spiel in München, das haben wir nur knapp verloren. Da konnten wir lange Zeit dem FC Bayern Paroli bieten. Jetzt könnte man sagen, der FC Bayern ist angeschlagen. Wir werden mal sehen, wie sie heute spielen in Dortmund. Es ist halt, bleibt halt der FC Bayern. Aber ist vielleicht gerade das Spiel das leichteste der Saison? Ja gut, in München als leichtestes Spiel der Saison zu bezeichnen. Weil die Erwartungshaltung einfach nicht da ist, das meine ich natürlich damit. Ne? Vielleicht, okay, aufgrund der Erwartungshaltung auf jeden Fall. Aber es wird eine schwierige Aufgabe für uns Spieler, in München zu bestehen. Aber es ist was, worauf man sich freuen kann und wo man jetzt, wie gesagt, 2 Wochen darauf hinarbeiten kann. Kevin, wir haben heute die Region Hochkönig zu Gast, also Landsleute. Aus welcher Region kommst du genau? Ich komme aus Oberösterreich, aus Steyr. Das ist ein bisschen weiter weg.
deswegen für dich diese Begegnung in München auch nochmal was Besonderes durch diese Nähe der Heimat? Nee, das. Wie viele Tickets hast du geordert? Ja, schon einige. Aber ich persönlich freue mich richtig auf dieses Spiel. Das Spiel und ja, wie das ausgeht, das werden wir dann mal sehen. Nächste Heimspiel ist dann gegen Mainz 05. Die spielen auch wieder eine gute Saison. Also es gibt sowieso keine leichten Spiele, glaube ich. Darauf können wir uns festlegen. Ne? Das stimmt. Deswegen nehmen wir die Punkte so mit, wie wir sie denn dann bekommen gegen den FC Bayern München, vielleicht dann in 2 Wochen oder bei dem Heimspiel gegen Mainz 05. Das sind auf jeden Fall die nächsten Spiele. Danke euch vielmals und herzlichen Glückwunsch. Und gibt es trainingsfrei morgen? Man guckt sich an, der eine schüttelt mit dem Kopf. Also, ihr dürft trotzdem ein bisschen feiern, ob es dann trainingsfrei gibt. Wir werden es so schnell nicht rausbekommen. Die Jungs werden sich gut vorbereiten auf die nächsten Aufgaben und wir drücken euch dabei die Daumen. Dankeschön, Robin Bormuth und Kevin Stöger.